Moin. Manchmal lassen wir uns ja dazu hinreißen, wenn auch wir irgendwelche Schlagwörter an den Kopf geschmissen bekommen, wie zum Beispiel gefluteter Carbon-Stahl-Präzisionslauf, dann kommen wir auch nicht drum rum zu sagen, schick mal rüber. In dem Fall ist es eine Savage 10FCP-SR. 10FCP-SR. Ja, die heißt halt so, ist so wie Mercury. Wir haben von dem Hobel immer schon ein bisschen positiv erzählt bekommen. Und nachdem dann hier wir an einem schönen Freitagnachmittag gesagt bekommen haben, gefluteter Präzisionslauf, Carbonstahl, Gewinde, Picatinny-Schiene, 24 Zoll Lauf, Savage. Da konnten wir gar nicht mehr anders. Vor allem, weil der Apparat an sich ja recht beliebt ist. Nicht neu, etabliert. Etabliert und funktioniert. Gucken wir mal in den Karton, was da so alles drin ist, außer dem Apparat an sich. Ihr habt eine DIN A4 Bedienungsanleitung. Werde das nie verstehen. Ihr habt das Standard Savage-Paket mit einem Schloss, mit ein paar Ohrenpropfen und so weiter. Die 10FCP-SR kommt mit einem 10er Magazin. Das ist ja mittlerweile leider nicht mehr gang und gäbe. Viele Repetierer kommen ja mittlerweile leider nur noch mit 2 Schuss, 3 Schuss, 5 Schuss Magazin. Dann kannst du dir für teures Geld ein bisschen Plastik und Metall mit mehr Kapazität dazu kaufen. Das liegt nicht an euren Händlern, das liegt an den Herstellern. Ist halt so. Gute Transportsicherung bei einem langen 24 Zoll Lauf. Da machst du natürlich ein bisschen Pappkarton vorne auf den Lauf, dass wenn was ist, dass der Lauf nicht abbricht. Dann kann er auch nicht mehr umfallen. 10 FCP-SR, Kaliber 308 von Savage Arms. Passt wahrscheinlich so gar nicht ganz ins Bild. Hat einen gefluteten Carbonstahl-Präzisionslauf, hat ein Mündungsgewinde vorne, hat eine Picatinny-Rail, hat ein 10-Schuss-Magazin, hat einen Akkuträger, hat zwei Ösen vorne im Schaft, das heißt, ihr macht das Zweibein dran und den Gewehrgurt. Ihr habt durch einen überdimensionierten Griff eine sehr gute Funktion des Kammerstängels gegeben, auch mit anderen Handschuhen wie mit den Gummihandschuhen. Euer 10-Schuss-Einstechmagazin tippt einwandfrei rein. Ihr habt genug Spiel, um hier den Auswurf auch mit größeren Handschuhen zu bedienen. Das Ding ist erschreckend gut durchdacht und der Abzug ist überraschend gut. Dass der jetzt nicht schlecht war, war uns irgendwie schon klar, auch aufgrund der vorhandenen Reviews und so. Aber ich habe dich gesehen. Essen fertig. Wir haben gerade gegessen. Wir haben gerade gegessen. Das ist aber doch Ja. schon wieder her. Weitermachen. Zeit für die Sonde. Auf zum Abzugsgewichtsmessapparat-Test. Einmal 0 und dann ziehen wir wieder dreimal dran. Beim ersten Mal 921 Gramm. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Also im Positiven. Beim zweiten 918 Gramm.
Ja, der Kasse. Der Joghurt auch? Ja, der Joghurt auch. Versuch 3. 1,4 Kilo, also 1,004.000 und 4 Gramm. Jetzt hatten wir zweimal unter 950 plus das, also haben wir so eine Wahrheit irgendwo bei maximal 1000 Gramm Abzugsgewicht. Das ist doch echt überraschend, aber toll. Hinfort mit der Sonde. 10 FCPSR. Machen wir mal ein Glas drauf. Der Apparat macht natürlich gleich doppelt Spaß, wenn man noch ein Glas dranhängt. Wir haben hier jetzt mal einen Meopta 2,5 bis 15 x 44 mit einem BDC3-Absehen draufgehängt. Das taugt jagdlich, genau wie für den Sport, auf längere Distanzen. Für zu lange Distanzen würde ich dann natürlich wieder was anderes nehmen. Ich habe gehört, es soll Leute geben, da gibt es sowas im Kombipaket zu kaufen. Schnäppchenjäger. 24 Zoll Lauf, 10 FCPSR, Kaliber 308 Win. Gibt es unter anderem bei uns im Shop. Auch im Kombi mit dem Glas dazu. Taugt für die Jagd, taugt auch so für den Stand, für weitere Distanzen. Ist ein tolles Gewehr. Solides Gewehr. Zu einem recht günstigen Einstieg, 24 Zoll Lauf, Mündungsgewinde vorne drauf für eine Bremse oder für einen Schalldämpfer, je nach Einsatzzweck. Jetzt kommen noch ein paar Bilder. Viel Spaß!